ich habe es mir jetzt hier auf meinem Boden gemütlich gemacht und einige von euch wollten, dass ich über das Buch rede. Und das mache ich jetzt, deswegen Spoilerwarnung an alle, die es gerade lesen oder noch lesen wollen. Ich muss sagen, ich bin erstmal viel besser hier reingekommen als in It Ends With Us. Das fand ich super nice und ich bin so ein unglaublicher Fan von den zwei Perspektiven. Dadurch habe ich viel schneller gelesen und wollte immer wissen, was dann passiert. Dann, es war ja abzusehen, dass irgendwann irgendwas passiert, mal das Geheimnis aufgedeckt wird. Da habe ich ehrlicherweise mehr erwartet. Also ich habe halt erwartet, dass irgendwie etwas Krasseres kommt. Also dieser Autounfall in den See, der war ja, ist ja ultra schlimm. Aber das wurde so schnell erzählt und man hat so lange auf dieses Geheimnis gewartet. Und so schnell ist es passiert und es war mir irgendwie ein bisschen zu dramatisch und zu unglaubwürdig alles erzählt, dass das plötzlich alles so unreal war, wisst ihr? Also deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht so, aber dann hat mich das Ende wieder voll gecatcht, als dann plötzlich Rachels Seite zu hören war, also als dann plötzlich man ihre Sichtweise liest und dass sie ihn dann quasi erlöst hat, das fand ich richtig toll. Aber dann das Ende, als er ihr den Schlüssel gibt, ich war erst so richtig froh, ich war so, oh mein Gott, ich dachte, er macht jetzt einen Heiratsantrag, das wäre too much, und dann lese ich weiter und auf einmal macht er ihren Antrag und es war mir dann wieder zu kitschig, wisst ihr, wie ich meine? Aber dann mit dem Ende, wo sie dann ihr Kind kriegt und es dann auch noch Claire nennt, das war dann wieder voll der schöne Abschluss. Und ich muss sagen, es waren mir ein paar zu viele intime Szenen. Also es war ein bisschen zu übersättigt, finde ich. Aber ja, jeder wie er mag. Lasst uns auf jeden Fall gerne austauschen in den Nachrichten. Deswegen schreibt mal gerne eure Sichtweise zu dem Buch. Und ja, ich muss jetzt überlegen, welches ich als nächstes lese.